Maschine. Mensch gegen Maschine, wir haben schon epische Duelle gesehen. Heute geht es der Mensch, die Vanya aus der Pens and Friends, gegen die Maschine, der Thermomix und nicht Dirk Orleshausen. Der ist der Bediener der Maschine. Dirk Orleshausen ist ein Thermomix-Experte, oder? Ja, Besitzer, Experte nicht. Okay, das werden wir jetzt sehen, ob du Besitzer und Experte bist oder nicht. Es geht darum, einen Schokopudding zu machen und ich würde vorschlagen, du bist bereit, Dirk? Ich bin bereit. Dirk ist bereit, Vanya? Absolut. Absolut. Hier wurde vorher schon ordentlich sich gegenseitig gefrotzelt. Dann bin ich gespannt und würde das Startsignal geben. Da kommt noch der obligatorische Fairplay. Ja, so lernt man das beim KSC. Fairplay geht immer vor. So, wenn ihr bereit seid, sind wir es auch. Auf die Plätze. Finger weg. Fertig. Los! So, es geht los. Vanya hat natürlich ein bisschen mehr vorzubereiten, weil Vanya auch ein bisschen mehr Komponenten da vor sich stehen hat. Bei Dirk ist es tatsächlich nur eine Küchenmaschine. Da schmeißt er jetzt gerade schon die Schokolade rein, während Vanya wahrscheinlich erstmal die Milch heiß machen muss. Der Vorteil ist natürlich auch, dass Dirk eine Waage in seinem Küchengerät integriert hat, deshalb da nur gucken muss. So, jetzt wird's kurz laut. Oh, es wird tatsächlich sehr laut. Ja, das ist der große Vorteil. Während Vanya ihre Schokolade da noch auf dem Boden zertrampeln muss, natürlich noch mit Verpackung, damit man es noch essen kann. So, da wird jetzt das zweite Mal die Maschine angeschmissen. So, Dirk Orleshausen sagt, er ist fertig. Er muss nichts mehr machen, aber selbstverständlich geht es hier auf Zeit. Das heißt, solange der Thermomix da braucht, hat Vanya jetzt die Chance, hier aufzuholen. Mit was für einer Seelenruhe, der hier aufräumt, das gibt's ja gar nicht. Jetzt kommt die vorher zusammengemixte Masse dazu und mit dem Schneebesen muss da jetzt alles zusammengeführt werden. Ich bin wirklich sehr gespannt. Dadurch, dass wir hier nicht nur auf die Schnelligkeit gehen, kann Vanya natürlich mit dem Geschmack hier noch ordentlich was rausholen. Der trinkt Kaffee. Ich glaube es nicht. Der Orleshausen steht entspannt in der Küche und trinkt Kaffee, während die Vanya auf der anderen Seite noch ihren Arbeitsplatz aufräumen muss. Also, ich lege mich fest, den Punkt für den sauberen Arbeitsplatz werden sie beide bekommen, weil da ist bei beiden nichts Großartiges zu sehen. Den Punkt für die Zeit bekommt ganz klar Vanya Borko. Das ist auf jeden Fall schon mal klar. Sie war schneller fertig als Dirk. Ich würde vorschlagen, während die beiden sich die Hand geben, spulen wir jetzt ein ganz bisschen vor, bis der Thermomix fertig ist. So, das war die Challenge Mensch gegen Maschine, die Vanya gegen den Thermomix bedient von KSC-Kapitän und Torwart Dirk Orleshausen. Jetzt vergeben wir den letzten Punkt. Ganz kurz, der Zwischenstand also. Vanya war schneller. Der Punkt geht an die Menschen. 1:0 steht es also nach der Geschwindigkeit für die Menschen. Den Punkt für den sauberen Arbeitsplatz, den bekommen tatsächlich beide. Jetzt geht es um den letzten Punkt. Da stehen die beide fertigen Schokopuddings. Und damit ich natürlich jetzt, man sieht, einer ist ein bisschen dunkler als der andere, zwar der von der Vanya. Damit ich das nicht sehe, bekomme ich jetzt hier ja, eine sehr schöne Art, mir die Augen zu verbinden. Ich würde euch jetzt bitten, ganz kurz zu mischen, damit ich nicht sehe, welcher Pudding von wem ist. Und dann wird jetzt entschieden, welcher den besseren Geschmack hat. So. Du darfst. Ich darf. Gebt ihr mir bitte einen Löffel in die Hand. Okay. Oder. Mhm, passt. So. Habe ich genug drauf? Du hast genug drauf. Schmiere ich mich voll? Ich mache meine Hand ein bisschen drunter. Auf die Luke und rein damit. Ja. Der ist schon mal sehr, sehr gut, aber hat nicht so einen kräftigen Schokoladengeschmack. Schmeckt sehr milchig. Bisschen warm sind sie, glaube ich, beide noch. So, okay. Und jetzt der zweite. So. Mhm. Passt. Der hat einen sehr, sehr kräftigen Schokoladengeschmack.
Fast schon ein bisschen zu kräftig. Boah, okay, der ist sehr, sehr schokoladig. Das ist schwierig zu entscheiden. Ich würde mich auf den zweiten Schokopudding einigen wollen. Der Punkt geht also an den zweiten Schokopudding und damit an Vanya. Der Mensch bekommt den Punkt, auch für den Geschmack. Und damit sind wir bei 3:1 in dieser Challenge und bei insgesamt 5:2. Wir sind bei 5:2. 5:2 führen die Menschen gegen die Maschinen. Kommst du damit klar? Selbstverständlich. Ja, na, Mensch, der kann ja nicht alles. Ne? Wir versuchen alles zu können. Die waren ja super gemacht, muss ich sagen. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Weiter so. Also wir sagen vielen Dank an Dirk Oldeshausen, KSC-Kapitän und Torwart und sagen herzlichen Glückwunsch an die Vanya. Dankeschön. Sehr schön. Und damit zurück in die angeschlossenen Funkanstalten. Ist nur eine, heißt die neue Welle.